Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit dem Sieras. So, Servus. heute sind wir mit der C-200 unterwegs. Nach Sieras Meinung das schlechteste Flugzeug aller Zeiten. Oh, hier ist aber hübsch. So schön grün. Ja, hier würde ich Urlaub machen, wenn ich zu viel geschossen würde. Erstmal mal weg von der Jacke, ey. Achtung. Was macht der denn da? Boah, die ist ganz schön träge. Der Gegner ist übrigens Richtung Osten. Gebe er die Flugroute vor. Ja, also die turnt bei Geschwindigkeit schon echt gut, aber ich mag die Waffenanordnung überhaupt nicht. Wo sind nicht. Die? Achso, in der Mitte. Ist vorne? Gut. Ja, aber die sind halt so unpräzise und vor allen Dingen haben die auch so eine. Die haben noch eine niedrigere Kadenz, weil sie ja durch den Propeller noch feuern müssen. Das ist. Bah. Naja, wir werden es schon machen. Oh, hier im Cabrio, geil. Ja komm, dann pausen wir mal mit dem hässlichsten Flugzeug. So. Incoming. Sandwich. Und ab dafür. Miau. Gucken, wann die anfängt zu meckern. 120 schätze ich. Jetzt. Ja. Jo. 118. Ach, Erbsenzählerei. Ja, man muss es schon genau wissen. Das kann über Leben und Tod entscheiden. So. Am Himmel ich nix sehe. Nothing. Links, B5. Bitte? Links. Ah. Warte mal, ich will jetzt mal was machen, das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Ich mach mal den Ton insgesamt ein bisschen lauter wieder von War Thunder. Der war mir in letzter Zeit zu leise in den Videos. Der ist ja jetzt nicht zu laut. Was macht der Schlingel denn da? Wollen. Ach, die MiG-3 kann grad das sagen, machen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt zu müssen, sondern kommen wir viel zu weit vom Hauptspaßfeld. Ich hoffe mal, du hast deine Spritmenge ein bisschen erhöht. Nope. Wie viel Sprit hast du noch? 16 Minuten. Ja gut, das. Also hast du doch mehr als Standard drin. Weiß ich nicht. Ich habe nichts verändert. Also. Das läuft aber ganz schön durch, das Zeug, ey. Boah, wie soll man denn die Stärke von einer neuen Fraktion abschätzen, wenn man gegen die neue Fraktion ja, spielt? Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig gerade. Wann wird denn das für alle anderen freigeschaltet? Ach, ich schätze mal, das dauert locker einen Monat. Sollen wir mal die Ki 43 da oben ärgern? Ja. Die turnt besser als wir, aber wir sind ja zu zweit. Die steigt relativ gut. Das stimmt. Hab ich auch schon gemerkt. So, er dreht. Der geht auf dich. Warum auch immer. Versuche mich hinten dran zu hacken. Zudem kommst du nicht hinterher, also von der Turnfähigkeit. Brauche ich auch gar nicht. Achtung, da kommen noch zwei. Richtung Südwesten.
Triffst du ihn? Paar schöne Querruder und so beschädigt. Oh, Alter, das war knapp. Er hat sich hinter dich gesetzt. Will der kuscheln? Treffer. Treffer. Oh. Uiuiuiuiuiui. Mich hat's zerlegt. Aber ich habe dem gut was mitgegeben. Leider. Ich glaube, ich mach mal einen Abgang. Lol. Wie hat der es denn? Was ist mit dem los? Das steht gerade an unserem. Er fehlt eine SM79. Mit einem Flügel. Hast du das Gefühl, die kommen ja nicht hinterher? Nee, tun sie auch nicht. Nee. Na doch, mein Counterpart, die andere 200 kommt näher. Stimmt. Oh. Das ist so ein Flegel hier. Achtung, der holt dich jetzt. Nee, kann ich schießen. Oh, das war super knapp. Ja, mein Motor ist kaputt, ich kann nichts mehr machen. Dann fliegt doch zurück. Ist doch fast beim Airfield. Mein Motor ist kaputt, er ist aus. Achso. Ja, ist ja recht, Leute. Fahrwerk raus. Flup. Ich hab's überlebt. Die Flugzeuge scheinen mehr auszuhalten, wenn sie am Boden platzen jetzt. So, jetzt aus dem Kofferraum das Picknickkörbchen rausholen. Schade, ey. Boah, das. So, ich ändere meine Meinung über diese Maschine nicht. Boah. Geht so. Hatte schon besseres. Wie weit ist es denn noch bis zur nächsten? Ach scheiße, wir müssen ja gerade den Bomber erforschen. Nochmal, Bright. Eine Runde musst du leider noch aushalten. Oh. Ich gehe jetzt auf Bodenziele. Stimmt, könnten wir eigentlich machen. Oh. Wenn man letztens irgendwann im Bett den Nacken verknackst, das ist voll unangenehm. Aber heute Nacht habe ich gedacht, meine Freundin krepiert. Die hatte auf einmal einen Krampf und hat losgeschrien. Ich glaube, ich mache einen Cut, Liebesspiel. Ich mache gleich einen Cut, wenn du nicht losmachst. 3, 2, 1. Ja. Wer ist hier der Herr? Der Meister bei der Arbeit. Wer ist hier der Herr im Haus? Ich kann leider nur die Kackmunition mitnehmen. Oh, wir spielen ja Bastogne. Ist da auch eine neue Map oder ist da alte? Sagt mir gerade nur nichts. Ich muss sie mir angucken. Nee, die gab's schon vorher. Okay. Go, go. Go, Tony, go. Go. Hast du übrigens gelesen, dass für Verdun ein Add-on kommt? Achtung. Ja, ich hab's gemerkt, dass der Vollidiot macht. Ich mach jetzt erstmal Abgang, ey. Manche fliegen immer noch wie die letzten Vollidioten. Achtung. Was machst du denn? Okay, mach was du willst. Ich bleib jetzt erstmal einen Moment unten, ey. Und lass die erstmal ihren. Da hat das Matchmaking aber auch schon wieder zugeschlagen. Wieso? Hä, MC202er? Stimmt. Du
Das M steht für Mettwurst. Pfui, Deibel. Magst du keine Mettwurst? Nein. Ich würde so gerne mal wieder Mettwurst essen. Ich mag nichts, was ich nicht kauen muss. Magst nicht, was du nicht kauen musst. Also trinkst du auch nichts. Fleisch. So ein super mega zartes Filetsteak, wo du mit einem Löffel schneiden kannst. Ja, das musst du trotzdem kauen. Aber so Mettwurst kannst du Lippen drum und... Da muss man ja schon mal üben für später mal, ne? Ja, ja. Es sind noch keine 100 Meter, wo wir gerade auseinander sind. Never ever. Das sind keine 800 Meter, das sind vielleicht 20. Warte mal. 60 Meter. Niemals. 50. Alter, das sind vielleicht noch 5 zwischen den zwei Flügeln. Ich weiß nicht, was für eine Spannweite hatten so ein Ding. Keine Ahnung, was die hat. Nimm halt deinen Piloten als Referenzmodell. Also ich bin der Meinung, dass das gerade ganz schön ein Quatsch war, was da stand. Wollen wir uns die B-18 da oben schnappen? Nein. Wieso nicht? Ich habe eher gerade das Bedürfnis, nach links abzudrehen. Nach links? Links? Ja, guck mal, was da alles kommt. Sehr gut, ist ja gut. Aber was mit der B-18 da oben? Okay, P-40 kommt, wir müssen kämpfen. P-40 kommt, oh oh. Foster the Edgy. Lebt er noch, lebt er noch, lebt er noch? Ja, der ist hinter dir, genau hinter dir. So, Kampfklappen rein. Und weg bin ich. Uiuiuiui. Oh, Junge. Lass ab. Von deinen Sünden. Wo ist denn der hin? Boah, ich finde halt einfach, die fühlt sich viel zu steif an, diese Maschine. Achtung, da kommt noch mehr Shit auf uns zu. Oh mein Gott! Ich brenne! Ja. Hat mich doch direkt die P-40 dann doch noch weggeknallt. Und ist Spitfire auch noch dabei. Ja, das ist halt Premium-Matchmaking gerade. Ach, du stellst auch ab, wie praktisch. Moment, hatte ich in der Folge einen Cut drin? Glaube. Nee. Eine Folge, eine Folge. Nee, noch keinen Cut in der Folge. Nee, stimmt. Ich hatte nur angedroht. Das war echt nicht so gut gerade. Wie war das mit Bodenzielen? Ja. Das Problem ist, ich habe überhaupt keine Munition dafür. Oder wir nehmen nochmal die Bar und gehen auf Bodenziele. Sehr gerne. Bereit. Das ist ja witzig. Muss man von der Bar oben ins Cockpit reingucken. Hinten dran. Unsere Aussparungen, da kommen glaube ich auch Bomben rein, wenn ich das richtig sehe. Das sieht so. Ah, wahrscheinlich sind da die 50er drin. Stimmt.
Also alles auf Bodenziele ausgelegt. Hahaha. Wird schwierig. Wir nehmen die Bomben mit, wenn sich was ergibt. Und Luftzielmunition für die. Für die 12er, ja. Was ist das jetzt für eine Map? Port Moresby. Auch noch nie gehört. Klingt auch neu. Oh, da fängt's gut an da vorne. Das sieht gut aus. Erinnere dich, was du bei der BTD gelernt hast. Was denn? Mit dem Abwurfwinkel. Ja gut, aber das Ding hat ja jetzt keine Airbrakes. Ja und, der Winkel muss trotzdem ähnlich sein. Alter, was fängt denn da an abzurotzen? Uiuiuiui. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die Flaks, ey. Die nehme ich so mit. Sind da irgendwo Bunker? Ne, alles leichte Ziele. Warum geht ihr nicht kaputt? Kabums. Bomben ins Ziel gebracht. Der hinter dir ist weg. Sehr gut, danke. Hab's nur gehört, dass auf irgendwas auf mich geschossen hat. Oh, da ist noch was hinter mir. Der ist hinter dir? Ja. Alter, wie viel ist denn da hier unterwegs? Das war's. Was? Ja, das war's. Lol, und der hinter mir fliegt auch in den Baum rein. Super intelligent. Boah, Alter, was ist denn hier los? Bisschen voll gerade. Ja, das fühlt sich auch irgendwie an wie Arcade mit Realistic Steuerung. Da, die Bitter Sam vor dir. Die BA hat mich gekillt. Viel zu weit. Aus der Entfernung habe ich vorhin meine Bomber gekillt. Das war aber KI. Ja und? Der bewegt sich nicht. Links, Ozu. Wo? Unter dir am Wasser. Ja. Sehr schönes, einfaches Ziel. Scheiße, mein Schütze hinten ist im Arsch, glaube ich. Scheiße. Ja, mein Schütze ist... Keine kampffähigen Aufbauten, bitte? Neuer Euphemismus für Schütze ist tot. Oh, der fliegt schön geradeaus. Ach, scheiße. Ach, kack drauf, ey. Sollen die sich doch hier rummachen mit ihrem Scheiß. Ich mache Bodenziele weiter kaputt. Ah, mein Schütz ist tot, sehe ich gerade. Treffe ich das denn nicht? Da bin ich jetzt blöd? Lol. Ja. Ich bin genau zwischen zwei Palmen gerade durchgeballert. Naja, immerhin ein paar Punkte. Aber mit der kann man ganz gut Bodenziele, glaube ich, farmen, ey. Ja, ich finde die nicht schlecht. Wäre noch nicht ganz so hübsch. Das stimmt leider. Jo. Ich glaube, das war's für heute, würde ich sagen. 20 Minuten haben wir. Barscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.